Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine französische Bulldogge Chuck und das wird gleichzeitig auch das erste Video bezüglich Hundeerziehung, die mir hier zumindest für eine französische Bulldogge ziemlich gut gelungen ist. Ich wollte euch einfach mal oder generell Hundebesitzern und im Speziellen Hundebesitzern einer Bulldogge oder französischen Bulldogge, die ja bekanntlich dafür bekannt sind, dass sie sehr stur sind, einfach ein paar Hilfestellungen geben. Und es geht jetzt erstmal darum zu erkennen, was ist die französische Bulldogge für ein Charakter und wie gehe ich dahin oder wie gehe ich darauf zu, ohne die Rasse jetzt in ihrem Charakter so einzuschränken. Also damit meine ich Dressur bei der französischen Bulldogge. Weiß ich nicht. Kann man mal versuchen. Chuck, komm mal her. Das sind so Grundkommandos. Achtung. Mach Sitz. Sitz. Super. So, ich gebe ihm dann die Faust. So, solche Sachen, das ist kein Problem. So, jetzt kommt ein Fahrradfahrer, wir machen mal gerade Pause. Chuck, komm mal her an die Seite. Super. Und warte. Und sitz. Mach Sitz. Wie gesagt, so kleine Spielereien mit dem Futter, die sind möglich. Das Video soll jetzt auch nicht dazu dienen, hier schon die ersten großen Tipps zu geben, sondern einfach ein kleines Einführungsvideo, was auf dieser Playlist hier alles folgen wird. Ich werde euch zeigen, wie ihr Grundkommandos, Sitz, Platz, Bleib, das Hundekörbchen. Bei uns heißt es Hundebett, es ist einfach aus Versehen so passiert und dann hat das Kommando super gut geklappt. Wie solche Kommandos eintrainiert werden können und konditioniert werden können. Und zum Beispiel zeige ich euch gleich noch, wie das bei uns aussieht, wenn wir in die Wohnung kommen. Das ist nämlich auch noch eine ganz wichtige Geschichte, dass der Hund nach dir in die Wohnung geht. Und das funktioniert auch bei Bulldoggen. Viele Bulldoggenbesitzer behaupten immer das Gegenteil. Die sind so stur und man braucht dann nicht künstlich versuchen, irgendwelche Rangordnungen oder irgendwelche, wie sagt man das, Kommandos einzufügen. Komm, Chuck. Komm. Das einzufügen, weil es halt einfach eine Bulldogge ist, aber die Rasse ist keine Entschuldigung dafür, dass man sich bei der Hundeerziehung keine Mühe gibt. Komm! Ja, das auf jeden Fall so viel dazu. Ich schneide hier gleich noch die ein, zwei Clips rein, die ich meine. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr unter die Kommentare schreibt, vielleicht, was ihr für Interessen habt. Also was wäre euch wichtig? Die Grundkommandos Sitz, Platz, Bleib und Hundebett werde ich euch definitiv als erstes zeigen. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann schreibt ihr die einfach in die Kommentare. Und da, wo das größte Interesse hingeht, da werde ich dann natürlich primär darauf achten, dass die Videos kommen. So, Chuck, komm mal her. Ja, komm mal her und sitz. Und sag mal Tschüss. Okay, also. Bis dahin, euer Mr. Damon.